Zombie Apocalypse. Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sprechen heute über Rainbow Six Siege. Gestern Abend, gestern Nacht lief der Stream, der offizielle Stream von Rainbow Six Siege Ubisoft. Neuerungen, Änderungen. Vorher wurden schon ein paar Ankündigungen gemacht, was geändert wird in dieser Season 2019. Kann ich euch sagen, wird super geil für alle Rainbow-Spieler. Wo fangen wir denn mal an? Ist es halt relativ viel, wo man drüber labern kann. Fangen wir doch einfach mal mit dem nervigsten Thema an, was die meisten Leute wahrscheinlich sehr, sehr nerven wird, aber was ich persönlich ziemlich gut finde. Mit der R4C von der Ash wird das ACOG entnommen. Das G36 behält es wahrscheinlich. Das ist ein Test. Daraufhin werden mehr Operator ihr ACOG verlieren. Mir wäre es recht, wenn ein Speed Operator nur ACOGs bekommen und teilweise zwei Speed Operator und drei Speed Operator allgemein nicht, dass diese Push-Gefahr einfach nicht mehr da ist. Einerseits das. Genau. Zweiterseits, Dogeby wird so geändert, dass wenn du anrufst, diese Telefon insgesamt nur 18 Sekunden klingeln. Danach werden sie aufhören zu bimmeln. Oder wenn du im Mute-Sender reinläufst, natürlich hört es auch auf zu bimmeln. Line wird es auch wieder in der Pro League gespielt. Die Fähigkeit wird jetzt ein bisschen gebalanced. Also wie ich es jetzt weiß, ist es noch nicht offiziell. Hat er nur noch einmal einen Pick, der kürzer ist von seiner Fähigkeit. Dafür wirst du aber direkt erkannt. Egal, ob du dich bewegst oder nicht, du wirst erkannt. Kann auf einer Seite nervig sein, auf der anderen Seite nicht. Ich hoffe, das Vibrieren hat man gerade nicht gehört von dem Handy. Wäre ein bisschen schlecht. Das habe ich auch gerade ausgemacht. Sorry, ich muss es gerade über mein Handy aufnehmen, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe im Moment. So, das nur nebenbei. Dann die Schilder, die mobilen Schilder werden angepasst, die perfekt in die Tür reinpassen und ja, kleine Gläser an den Seiten sind noch platziert, dass man quasi durchgucken kann, falls ein Operator kommen sollte. Die Schilder werden so abgeändert, dass sie nicht mehr so eine Präsenz haben, dass sie sich nicht mehr nach rechts und links lehnen können, so krass und so schnell. Es geht einfach was langsamer. Kaid und Nomad werden auch wieder in der Pro League eingeführt, mit keiner Änderung. Sie werden einfach wieder eingeführt. Der Kapitän, seine Feuer- und Rauchpfeile sind einfach ein bisschen dichter bzw. breiter, was ich auch ziemlich geil finde. Da wird er auch ja aggressiver für Leute, um den zu spielen. Maverick wird wahrscheinlich seinen Brenner lauter gemacht, wenn man ihn schon deutlich hört, wenn er was aufspeist, deutlich. Legion wird abgeschwächt von 8 Ticks auf 4 Ticks, finde ich auch ganz okay. Legion ist ein guter Operator, das finde ich gut. Dann war die Rede noch von Thatcher, dass er auch eine SMG bekommt, das heißt, jeder SS Operator hätte eine SMG, was ich auch ziemlich cool fände, nach meiner Meinung, weil ich finde es nicht OP, nach meiner Meinung. Genau. Die neuen Operator sind auch ziemlich cool. Die Namen habe ich jetzt nicht so im Kopf, sorry dafür. Ich denke mal, bevor sie released werden, ich habe heute schon ein paar Runden gespielt auf den Testservern, werden sie, denke ich mal, trotzdem genervt, da die Operator schon sehr, sehr, sehr stark sind. Allein schon der Angreifer mit seinen Fallen, die ziemlich, ziemlich groß sind. Ich meine, das sind 18 Fallen dann insgesamt. Das wird wahrscheinlich reduziert. Den kann ich mir vorstellen.
Und die Drohne, die die Drohnen hacken kann, übernehmen kann, keine Ahnung, dass er eine wegbekommt. Er hat jetzt drei, aber ich denke mal, er bekommt zwei. Zu den Maps. Oder zu der Map, zu der neuen. Gut, bisschen klein, aber kann man spielen. Bombenspots müssten vielleicht noch geändert werden, nach meiner Meinung. Es wären alle Ranked Maps, wurde heute noch getweetet, auf Twitter, verbessert. Sprich, das fällt nicht auf. Das sind so Sachen wie kleine Bugs, wo man vorher hoch konnte, bisschen Glitche, einfach ein bisschen an die Grafik, so Kleinigkeiten einfach. Kommt mit einem, Patch, wird das wahrscheinlich gepatcht. Genau. Dann, ja, ist ein Kurzfilm rausgekommen mit dem guten alten R6 oder Harry, wie er genannt wird. Wer das nicht kennt, ja, es ist im Endeffekt ein Mitarbeiter von Team Rainbow Six Siege, wie Miss Plague. Der Name ist mir echt entfallen, sorry dafür. Also, Miss Plague ist ja die Chefin und Harry oder Mr. R6 sucht sich die Operator aus und er will auch ziemlich zurück zu, ja, nicht so viel Technik, eher zu, ja, was nicht so technologisch ist, was du nicht hacken kannst und so. Ihr wisst, was ich meine. Genau, im Kurzfilm geht es da darum, Dogebi, wie ihr wisst, ist die relativ jung, Zuckerarsch und so. Und man benutzt neueste Technik. Thatcher, also Thatcher, im Gegenzug, ist die älteste Spezialeinheit überhaupt, das SAS, und schwört auf Muskelkraft im Endeffekt. Das hat jetzt nichts mit Mann oder Frau zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass er denkt, man braucht keine Technik. Und sie denkt, ha, mit Technik geht alles einfacher. Wo das hinführt, wissen wir nicht. Ich würde mich freuen, wenn Ubisoft bzw. Team Rainbow dafür sich entscheidet, eine Serie über Rainbow zu machen auf Netflix, weil dieser Kurzfilm hat mir echt gut gefallen und er war echt gut gemacht von den Synchronstimmen. Das waren ja die Original-Synchronstimmen. Kann man sich überlegen, fände ich cool, könnt ihr ja mal abstimmen. Oben mache ich mir ein i rein, ihr kennt es, könnt ihr abstimmen, ob ihr das geil findet oder eher schlecht, wenn ich es nicht vergesse. Genau. Dann, ja, was gibt's noch? Was gibt's noch da? Genau, Panthers haben gewonnen. Also da nochmal Glück auf für die. Genau, Class wird auch noch abgeändert, dass du nicht die ganze Zeit im Visier hängen kannst und rumlaufen, rechts, links kannst. Finde ich auch ziemlich gut, dass du nicht so einen krassen Peak hast. Jetzt wollen die noch gucken mit Schild, also beziehungsweise Blitz mit seinem Gadget, wie weit das geht, ob die es ändern, abändern. Das wollen sie auch machen. Sie wollen allgemein die Operator so anpassen, dass sie nicht OP sind, aber auch nicht so schlecht sind. Ja. Offiziell ist jetzt Rainbow Six Siege aus der Beta raus. Deswegen haben wir das Peek und Bump System jetzt in Ranked. Also genau wie bei der Pro League läuft es da. Entweder machst du die ersten Verteidigerrunden oder als erstes die Angreiferrunden. Du kannst das Peek und Bump System benutzen, logischerweise. Und das finde ich ziemlich geil. Und du kannst jetzt auf die Statistiken zugreifen, die du normalerweise nur auf PC zugreifen konntest. Wie du, ja, letzte Season war es, vorletzte Season war es, was du verbessern könntest. Death, Rins, ich weiß, was ich meine. Genau. So, jetzt Eigenwerbung. Mein Kanal, mein Name, Blackhost. Wir haben auch einen Clan. Ich habe viele Videos doch schon von gesehen, die ich in den letzten Monaten hochgeladen habe. Wenn ihr mal mitmachen wollt, also gegen uns kämpfen wollt, wenn ihr ein gutes Team habt und auf Xbox One oder auf PC spielt, auf PC wird es schwieriger, weil da zocke ich mit anderen Leuten, der Clan heißt da auch anders. Aber primär auf Xbox, Scheiß Samurai heiße ich. Das schreibe ich auch noch in den Kommentaren, wenn ich es nicht vergesse. Sonst schreibe ich es mir in den Kommentaren und ich schreibe es euch dahin. Genau, aber wir wollen ein Team haben, was wirklich kämpfen will, nicht was ihr in 10 Minuten
euch ausgesucht habt. Also ihr solltet schon ein paar Spiele gemacht haben, beziehungsweise ein bisschen trainiert haben, ein bisschen stark seid und bitte ab 15 Jahren. Dass es wirklich kein Missverständnis gibt, weil ich das alles aufnehme. Ihr kennt das, da könnt ihr mich auf jeden Fall anschreiben, würde mich freuen. Jetzt zu den Leuten, die mich fragen, ja, warum machst du nicht mal mit Stimme auf, wenn du hast früher mit Stimme aufgenommen? Genau, das geht darum, dass wir ein paar Leute haben in meinem Clan, die halt sich oft aufregen. Die ist auch noch was jünger, aber auch über 15, also 16, 17, 18, ne? Und ich einmal schon ein Swag von YouTube bekommen habe, damals beim Stream. Ja, ne, da will ich nicht weiter drauf eingehen, aber ihr kennt es, deswegen will ich gerade mal ohne Stimme machen, bis sich das gebessert hat. Dann kann ich auch wieder mit Stimme machen. Ich werde jetzt auch Tutorials machen. Ich habe überlegt, ich mache jetzt nur noch Rainbow Six Siege. Vielleicht noch hin und wieder andere Videos, aber primär Rainbow Six Siege, weil das Spiel spiele ich eigentlich nur. Ich mache vielleicht noch einen zweiten Kanal auf, wo ich dann, keine Ahnung, welche Metro oder sonst irgendwas aufnehme. Ja, genau. Und wenn ihr mal was von meinem Setup oder so hören wollt oder wie ich zocke, mit Equipment, welchem Controller und bla bla bla, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Ihr seht hier noch ein bisschen Gameplay etc. pp. Davor oder hier danach werde ich ein Video hochladen, wo ihr das Ganze normal sehen könnt. Ich werde nämlich hier dieses Gameplay einfach ohne Stimme hochladen, beziehungsweise ohne Hintergrundsound, dass ihr nur mich hört. Beziehungsweise mit wahrscheinlich Musik. Und auch ganz leise im Hintergrund. Ihr kennt das ja, ne? Also ich würde sagen, ich hoffe, mein PC hört man nicht im Hintergrund. Der ist nämlich gerade am Rendern. Der ist zwar gut, aber ihr kennt das, wenn man rendert, ist es immer ein bisschen lauter, man braucht ein bisschen mehr Power, obwohl ich einen 8-Kerner habe. Also ich würde sagen, haut raus. Ach, danke übrigens für 650 Abonnenten. Die 700 und die 1000 schaffen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch. Da wird es ein fettes, 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 fettes Gewinnspiel auf jeden Fall geben. Ich habe hier richtig viele Xbox-Karten noch liegen. Knapp im Wert von 300 €. Die werde ich dann verlosen. In einem Stream, in einem 24-Stunden-Stream, wo wir Rainbow spielen. Und ich würde das dann einfach so machen. Beispielsweise, ihr kämpft gegen uns und dann kriegt ihr immer, hau ich immer eins raus, die gegen uns gewinnen. Ja, ne? Und so wollte ich es machen. Genau. Das wäre es jetzt, wenn ihr irgendwelche Wünsche noch habt, wenn ich jetzt irgendwelche Spots, also Pro League Spots zeigen sollte. Wie man am besten mit dem Clan umgeht. Alles Mögliche, was mit Rainbow zu tun hat, schreibt mir auch bitte in die Kommentare. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video, fände ich auch super cool. Guckt auf mein Instagram oder auf mein Facebook oder auf mein Twitter-Kanal vorbei. Würde mich auch tierisch freuen. Genau. Also, haut raus. Euer Black Ghost. Bleibt sauber. Habt noch einen schönen Tag. Und ciao. Mit V. Habe ich nicht von Gronkh geklaut. Und noch mal eine Sache. Ganz, ganz kurz, das habe ich vergessen. Artikel 13. Geht raus. Sagt das allen Leuten. Macht ein Video selber über YouTube. Ihr könnt einfach, ihr habt euren Account. Dann könnt ihr hingehen und ein eigenes Videotrack machen. Und oben rechts müsste das sein oder oben links. Könnt ihr auf eigenes Video gehen, macht ein Video, ladet das einfach hoch und schreibt einfach Artikel 13 hin. Geht zu euren Eltern, zu euren Lehrern, zu euren Chefen, zu euren Freunden und gebt das immer weiter, weil Artikel 13 darf nicht durchgehen. Die Endabstimmung ist nämlich im April und wie es jetzt sieht, recht schlecht aus, aber wir können das noch schaffen. Wenn ihr eine Demo ist, geht auf die Demo. Ich bin auch auf Demos gegangen. Also ich gehe auf Demos. Ich konnte jetzt in Köln beispielsweise nicht. Alles in einer anderen Geschichte. Okay, jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich. Ciao und V. Wir sehen uns. Guckt noch diese Minute zu Ende, wenn ihr wollt, oder auch nicht. Haute.